Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Wir möchten heute darüber reden, was wir alles tun könnten, können, dürfen, um ein langes, gesundes Leben genießen zu dürfen. Und dieses Thema wird mehrere Themen sein, also wir werden auch darüber mehrere Sendungen machen. Und ich darf dieses Thema mit Ihnen durchgehen, aber auch mit einem wunderbaren Arzt aus der Innerschweiz. Er kommt aus Baar von der Paramed, Dr. Med Volker Schmiedl. Ganz herzlich willkommen, lieber Volker. Hallo Alexander. Danke, dass du mit mir auf diese Reise gehst, denn ich denke, das ist eines der wichtigsten Dinge, wie können wir gesund alt werden. Und jetzt bin ich mal gespannt, wohin die Reise mal beginnt. Ja, du hast mir ja die Anfrage für dieses Interview gestellt, was braucht es für ein langes Leben? Und da wollten wir mal ein Interview dazu führen. Und als ich da da gegraben habe, was es da alles gibt, da habe ich gesehen, nein, das können wir nicht in einem Vortrag machen. Da gibt es einfach so viel. Und allein, wo ich auf das Selen gekommen bin, also nur auf den einen Nährstoff, auf das eine Spurenelement Selen, habe ich gedacht, okay, das ist ja so viel. Allein darüber müssen wir ein eigenes Interview machen. Mhm. Und die Informationen, die ich da gefunden habe, die sind einfach wirklich sensationell. Ich schwelge da nicht in Superlativen, aber beim Selen und der Lebensverlängerung muss man das einfach tun. Und ich behaupte das jetzt nicht einfach so, weil ich sage, Selen ist wichtig, brauchen wir alle, sondern wir haben harte Daten, wir haben knallharte wissenschaftliche Studien, die das belegen. Beginnen möchte ich aber mit der Antike. Also ich bin ein großer Freund der griechischen Mythologie. Mhm. Und wer das jetzt sein soll, das ist, glaube ich, ziemlich klar. Das ist die Selene, das ist die Mondgöttin, nach der ist dieses Spurenelement Selen benannt worden. Aber weißt du, wo der junge Herr daneben ist? Das wissen ganz wenige. Der junge Herr daneben ist Endymion. Mhm. Das ist ein Prinz, das ist ein Mensch. Und die Göttin Selene hat sich nun in diesen Menschenjüngling verliebt. Und das ist natürlich problematisch, weil sie ist ja unsterblich und die Menschen sind ja bekannterweise nicht unsterblich. Was hat sie gemacht? Sie hat ihn immer schlafen gelegt und hat ihn dann nur geweckt, wenn sie etwas ganz Bestimmtes von ihm wollte. Das hat dann dazu geführt, dass er sehr, sehr lange gelebt hat und 50 Töchter mit ihr gezeugt hat. Und das finde ich schon wahnsinnig spannend, weil hier sehen wir auch schon den lebensverlängernden Effekt von Selen und auch den fruchtbarkeitsfördernden Effekt von Selen. Also bei allen unfruchtbaren Frauen und auch Männern übrigens untersuche ich gern das Selen und werde die dann optimal mit Selen ausstatten. Das soll jetzt heute nicht das Thema sein. Aber das Thema Lebensverlängerung mit Selen, ist das überhaupt möglich mit so einem winzigen, scheinbar unbedeutenden Spurenelement? Ich bin gespannt, ja. Haben wir grundsätzlich Selenmangel heutzutage? Ja, also gesamt Mitteleuropa ist ein Selenmangelland. Im Gegensatz zu Amerika, da sind in den meisten Teilen von den USA, sind die Böden relativ selenreich und Deutschland, Schweiz ist es relativ selenarm. Man nimmt an, dass durch die Eiszeit, durch die Gletscher da das Selen aus dem Boden ausgewaschen worden ist. Man kann sagen, alle Böden, die jodarm sind, und wir wissen ja, Mitteleuropa ist in der Regel auch jodarm, beide Elemente sind sehr nah miteinander verwandt. Überall, wo wir jodarme Böden haben, haben wir auch selenarme Böden. Jod, wissen wir, das wird in Salz reingetan, wird in Lebensmittel reingetan, ja. Aber an die Selenarmut, da denkt keiner so gern dran. Okay. Und es ist so wichtig. Und ich habe jetzt ein paar Studien mitgebracht. Mhm. Ich hoffe nicht, dass ich die Zuschauer jetzt mit zu viel Studienmaterial überfordere und langweile. Aber ich möchte einfach, dass sie erfahren, dass ich mir diese Empfehlung nicht nur aus den Fingern sauge, sondern dass es einen knallharten wissenschaftlichen Hintergrund hat. Also hier hat man mal mehrere hundert Bewohner eines Seniorenheims untersucht und hat den Spiegel gemessen und da hat man 105 als Median gefunden. Also das war quasi der Wert in der Mitte. Ja, ist übrigens ein sehr schlechter Wert, der ist überhaupt nicht gut. Ja, dann hat man gesagt, so okay, wir gucken jetzt einfach mal die über 105 haben und vergleichen die mit denen, die unter 105 haben. Wie ist denn da die Sterblichkeit? Und da hat man gesehen, die einen hohen habe ich in Anführungsstrichen gesetzt, hoch ist für mich über 150. Mhm. Also wenn ich 120 habe, ist nicht hoch, aber ist immer noch besser, als wenn ich 80 habe. Also die in Anführungsstrichen hohen haben ein Gesamtsterberisiko von 0,66, also zwei Drittel im Vergleich zu den anderen. Also in einem bestimmten Zeitraum
fünf Jahre zum Beispiel, sterben nur 66% im Vergleich zu den 100%, die im Selenmangel sterben. Ein Drittel weniger finde ich schon beachtlich. Ja, sehr heftig. Ja. Und hier die entsprechende Grafik dazu. Und wir sehen, in den ersten 1, 2, 3 Jahren ist das noch geringer Unterschied. Und die Schere geht dann nach 5 bis 10 Jahren immer weiter auseinander. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Also im Alter, also keiner sollte einen Selenmangel haben, aber im Alter sollte man wirklich gar keinen Selenmangel haben, wenn man noch ein bisschen länger leben möchte. Ist das etwas, was du stur testest oder sagst du einfach, nehmt einfach ein paar Nahrungsergänzungen? Also ich bin natürlich ein großer Anhänger der Testung. Wenn die Leute zu mir kommen, möchte ich es gern wissen. Ich werde nachher einen Messwert auch noch zeigen und noch sagen, was dabei wichtig ist. Okay. Zu mir kommen ja Leute mit Krankheiten auch, die Hashimoto haben oder Rheuma oder so. Da will ich es immer ganz genau wissen. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will das Geld, die in der Schweiz, glaube 50 Franken, in Deutschland etwa 30 Euro. Ich möchte das Geld nicht ausgeben. Ich nehme jetzt einfach 50 bis 100 Mikrogramm, macht keiner etwas verkehrt. Aber wenn man es ganz genau wissen will, misst man es und misst es nach 3 Monaten nochmal. Mhm. Gut, das sagen wir auch immer wieder beim D3, dass man es nicht einfach nehmen soll, sondern messen, um einfach den richtigen Wert zu kriegen. Genau. Also ist beim Selen genau das Gleiche. Leute sollten jetzt nicht Selen kaufen und einfach blind nehmen, sondern sie sollen messen lassen und dann schauen, dass es richtig eingestellt wird. Genau. Es gibt auch einige Präparate, da reichert sich das auch bei relativ geringen Mengen im Körper immer weiter an. Und da habe ich auch Leute mittlerweile getestet, die das 3 Jahre nehmen, die wahnsinnig hohe Selenwerte haben, weil sie keine so ganz gute Verbindung genommen haben. Mhm. Kann ich noch was sagen? Man kann auch zu hohe Werte haben. Ja. Aha. Gut. Gut, hier mal ein Thema Langlebigkeit, also hier mal so eine chinesische Studie. Da haben die geschaut, wie viele Leute über 85 gibt es denn und wie viele Leute über 65. Mhm. Ja? Und dieser Quotient, dieses Verhältnis, haben die gesagt, okay, wenn es relativ viele 85-Jährige gibt, dann spricht das für Langlebigkeit. Mhm. Es könnte ja sein, Leute werden alle über 65 und dann sterben sie alle ganz schnell weg. Ja? Aber wenn ich viele über 85-Jährige habe, dann habe ich in der Region wirklich Langlebigkeit. Und da haben die das korreliert, diesen Quotienten, mit dem Omega-3 und den Selenwerten in diesen Regionen. Und haben gefunden, überall dort, wo es viel Selen gibt und wo es viel Omega-3 gibt, dort sind die Leute besonders langlebig. Dort gibt es besonders viel über 85-Jährige im Vergleich zu der übrigen Bevölkerung. Das fand ich ganz spannend, wie man so auf diese Idee einfach gekommen ist. Mhm. Ja, wir sehen das hier. Also da haben wir den Selengehalt in den Böden. Also in diesen Regionen gibt es besonders viel Langlebige. Und die haben besonders hohen Fischkonsum und über den Fischkonsum eben eine hohe Omega-3-Zufuhr. Mhm. Und die Regionen sind ja fast deckungsgleich. Also da gibt es besonders viel Langlebige. Als Hinweis, ja, Selen, Omega-3 könnte da eine Rolle spielen. Das sind jetzt nur epidemiologische Hinweise. Das ist noch nicht beweisend. Über Omega-3 wird man im weiteren Interview noch ein bisschen mehr erfahren. Aber stimmt es denn wirklich, dass mit Selen die Lebenserwartung erhöht wird? Ja, und das ist in dieser Publikation ausgeführt, ja, habe ich übrigens selber geschrieben. Eine meiner Publikationen, da habe ich diese Studie dargestellt, die diese Langlebigkeit beweist. Und ich habe das zusammen veröffentlicht mit dem Professor Alehagen. Also ich habe die Studie leider nicht gemacht, sondern ein schwedischer Kardiologe hat diese Studie gemacht. Ich habe den auf dem Kongress kennengelernt, habe gesagt, Mensch, diese internationalen Studien, der hat diese Studien in den besten Fachorganen, die es weltweit gibt, publiziert bekommen, die sonst naturkundig gar nichts machen, aber die Daten sind so überzeugend. Und da habe ich gesagt, Mensch, wollen wir nicht in der deutschen Zeitschrift mal deine ganzen Studien zusammenfassen, dass man das auch mal in der Übersicht lesen kann. Auf meiner Homepage kann man übrigens die Arbeit in Deutsch auch noch nachlesen. Also was hat er gemacht, der Professor Alehagen? Er hat über 400 alte Schweden, das waren wirklich alte Schweden, 70 bis 88 Jahre sind ja wirklich alt, hat er genommen und hat den 5 Jahre lang doppelblind Placebo kontrolliert. Also die wussten nicht, ob sie das Verum oder das Placebo bekommen haben. Entweder 200 Mikrogramm Selen, schon eine hohe Dosis, plus 200 Milligramm Q10, beides zusammen, oder Placebo gegeben. Oh, jetzt bin ich aber gespannt aufs Ergebnis. So, und was ist da passiert? Und harter Endpunkt war einfach nur Leben oder Tod, nichts anderes. So, in der Placebo-Gruppe
sind 12,6%, jeder Achte, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung gestorben. Okay, im Alter von 7 bis 88 Jahren, die Studie läuft noch 5 Jahre, da sind die 75 bis 93 Jahre, da darf man ja mal sterben. Aber was ist mit der Gruppe mit Selen und Q10 passiert? Und ich habe den selber gesprochen und das war so ganz interessant, wie er das vorgetragen hat. Er hat gesagt, als sie die Zahlen gelesen haben, die haben die Zahlen selber nicht geglaubt. Die haben die nochmal nachgerechnet und haben gesagt, die glauben wir immer noch nicht. Das kann nicht sein, wir müssen Rechenfehler gemacht haben. Die haben die ganzen Daten nochmal einem anderen Statistiker gegeben, der soll nochmal alles nachrechnen. Denn es kam heraus, die Selen- und Q10-Gruppe hatte eine Sterblichkeit von 5,9%. Die Sterblichkeit war mehr als halbiert. Nur mit diesen beiden Nährstoffen. Und wenn mir dann jemand sagt, Leute mit euren Spurenelementen und Vitaminen und was macht ihr da? Da ist doch nichts bewiesen. Das ist doch alles Placebo-Effekt, was ihr da macht. Blödsinn. Hey, die Sterblichkeit wird halbiert. Kann es etwas Stärkeres geben als Sterblichkeit und Sterblichkeit vermindern? Also allen Leuten, die sagen, orthomolekulare Therapie mit Nahrungsergänzung ist doch alles nur Schwachsinn, den möchte ich diese Studie bitte um die Ohren hauen. Und das ist nochmal in den besten Fachorganen der Welt veröffentlicht worden. Okay, hier die Grafik dazu, finde ich auch ganz toll. Und wir sehen, in den ersten 1-2 Jahren sieht man praktisch nichts. Mhm. Da sind die Sterberaten völlig identisch und dann geht die Schere immer weiter auseinander. Mhm. Wahnsinn. So, und jetzt kommt noch besser. Weil die Studie wurde dann beendet und die Leute haben ihre Präparate nicht mehr bekommen. Und ein paar Jahre später hat der Professor Allerhagen gesagt, oh, ja, mal gucken, was aus denen jetzt geworden ist. Die haben zwar nicht mehr gekriegt, ja, ein paar haben es weitergenommen, sowohl in der Placebo- als auch in der Währunggruppe. Etwa 10% haben das weitergenommen, obwohl sie nicht mehr sollten oder mussten. Wie ist es denn mit denen weitergegangen? Er hat das nachuntersucht. Und dann ist das dabei herausgekommen. Und nochmal, der erste Teil der Studie ging bis hierhin. Und danach haben 90% nichts mehr genommen. Eigentlich hätte ich erwartet, die Kurven gehen dann wieder aufeinander zu oder sie verlaufen zumindest parallel. Und wir sehen, die gehen immer noch weiter auseinander. Obwohl sie nichts mehr genommen haben, der Effekt bleibt erhalten und verstärkt sich sogar. Also ich meine, also wenn ich da in der Gruppe wäre, und ich hätte es natürlich weitergenommen und es kommt noch besser, diejenigen, die überlebt haben, in beiden Gruppen hat man nochmal verglichen, wie ist denn die Lebensqualität. Also es heißt ja so schön, wir wollen nicht nur dem Leben Jahren geben, sondern auch den Jahren Leben geben. Toll. In dieser Studie hat man sowohl Jahre dazugegeben, als auch diejenigen, die so alt geworden sind, hatten eine wesentlich bessere Lebensqualität. Beides wurde besser, finde ich toll. Boah. Und eigentlich erstaunlich, das heißt eigentlich jeder zu Hause sollte mal einfach, also theoretisch mal 2 Jahre das nehmen und dann hätte man eigentlich diese Erhaltung. Möglicherweise. Also besser wäre es bleiben. Da war es 4 bis 5 Jahre gewesen. Ich meine, keiner macht etwas verkehrt im Alter, eben Selen und Q10 zu nehmen. Ich würde es immer messen wollen und würde dann noch optimale Spiegel anstreben, ja. Aber wenn man jemand so ein Präparat nimmt, macht man auch nichts verkehrt, weil man es einfach tut. Ja. Also Wahnsinn, das ist die bedeutendste Studie der letzten Jahre für mich überhaupt. Nicht mit Statinen und nicht mit Aspirin und nicht mit Beta-Blocker kann man so eine Überlebensratenverbesserung erreichen. Das ist unmöglich. So, das sind so ein bisschen Indikationen, wann ich gerne an Selen denke und wann ich es messe und wann ich es gebe. Also alle Krankheiten mit erhöhten Oxidationen, zum Beispiel schwere Entzündungen, weil Selen ist eines unserer Antioxidationsmittel, wird also mehr verbraucht bei oxidativen Prozessen. Krebs in der Prophylaxe, in der Therapie würde ich immer an Selen denken. Alle Autoimmunerkrankungen, das sind ja chronische Entzündungen mit einer erhöhten Oxidation, würde ich immer auch an Selen denken. Wir sehen eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Leute sind wesentlich weniger an Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestorben. Mhm. Krebs waren auch ein paar weniger, ja, aber das Gros war
durch Verminderung der Todesraten durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen bedingt gewesen. Aber jetzt muss ich nochmals fragen, wir haben doch heutzutage die sogenannte inflammatorischen Herde, die uns ja eigentlich alle ziemlich heftig trifft. Das heißt Entzündungsprozesse, vielleicht vom Stress, von der Ernährung und. Und wenn ja Selen dermaßen wirkt, antientzündlich, dann müssten wir doch alle nehmen, oder? Es gibt auch Menschen, ich messe immer mal wieder Menschen, auch bei uns, wo ich sage, oh, der Selenwert ist aber gut. Ich werde gleich noch sagen, was mein optimaler Selenwert ist. Also nicht jeder muss es nehmen. Mhm. Wenn man jetzt 50 bis 100 Mikrogramm auch ohne Messung einnimmt, würde man nichts verkehrt machen. Aber auf Dauer kosten Präparate ja auch ein bisschen was. Die Messung kostet, wie gesagt, 50 Franken oder 30 Euro. Das ist noch bezahlbar. Und dann weiß ich, ob ich davon profitieren könnte oder nicht. Ich bin immer auf einem festen Fundament. Ich möchte also immer ganz gern wissen. Mhm. Und Hashimoto. Also auch da gibt es gute Studien, die sogar belegen, Schilddrüsenantikörper können sinken, wenn die Menschen gut mit Selen ausgestattet sind. Da ist es belegt. Also Schilddrüse bitte unbedingt immer an das Selen denken. Mhm. Auch für die Funktion. Für die Funktion ist es auch wichtig, unabhängig von Hashimoto, weil Selen trägt nämlich mit dazu bei, dass die Vorstufe des Hormons, das T4, das Schilddrüsenhormon T4, das ist üblicherweise die Tablette, die wir auch nehmen, das ist nur die Vorstufe, die wird mit einem Enzym, welches Selen abhängig ist, viel besser in das eigentlich aktive T3 umgewandelt. Mhm. Also gerade wenn ich zum Beispiel mal messe, jemand hat hohe T4-Werte, also ist eigentlich gut mit dem Schilddrüsenhormon ausgestattet, hat aber ganz schlechte T3-Werte und dadurch eine Unterfunktion, dann braucht er keine Hormone zu nehmen, dann muss ich nur Selen geben, damit er es besser umwandeln kann. Ich habe noch keinen Endokrinologen gesehen, der bei seinen Patienten Selen misst. Also möchte ich auch nicht allen Unrecht tun, vielleicht machen es einige, aber ich habe es bisher noch nicht gesehen. Naja. Ein so wichtiges Spurenelement für ein ganz wichtiges Umwandlungsenzym wird von den Schilddrüsenexperten nicht gemessen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ja, hier schon mal zur Messung. Also das ist die Messung im Vollblut. Im Vollblut ist noch ein bisschen genauer als die Serumanalyse, aber zur Not geht die Serumanalyse aus. Also es gibt einige Mineralien, da würde ich auf Vollblut bestehen. Wichtig ist, der Normwert stimmt nicht. Wir haben ja vorhin besprochen, Mitteleuropa, selenarm. Die Normwerte sind aber an dieser Normalbevölkerung erhoben worden. Übrigens ganz viele Laborwerte auch. Die sind eigentlich falsch. Das sind zwar statistische Normwerte, aber es sind keine gesundheitlichen Optimalwerte. Oh nein. Ja, es ist leider so. Ich brauche eben nicht nur einen Statistiker und Labormediziner, um einen Normwert zu erreichen, sondern ich muss jemand auch haben, der von der Materie etwas versteht und der weiß, was der optimale Wert ist. Also diese Auswertungen, die man vom Labor kriegt mit Empfehlungen, ist ja immer wieder mit Vorsicht natürlich zu genießen. Wenn jetzt jemand hat, der hat jetzt... sieht alles gut aus. Ja. Der hat jetzt eben 100 zum Beispiel. Mhm. Ja, sag mal, oh, das ist ja mitten im grünen Bereich, perfekt, das ist doch gut. Nein, der hat einen Selenmangel. Der hat keine optimalen Werte. Mhm. Weil das wichtigste Enzym, was selenabhängig ist, das ist die antioxidative Glutathionperoxidase. Klingt jetzt ganz, ganz schlimm. Glutathionperoxidase muss man sich jetzt auch nicht merken, aber über dieses Enzym wirkt es eben antientzündlich und antioxidativ. Die hat das Wirkoptimum bei 140 bis 160. Und wenn ich dann einen statistischen Normwert von 100 aber habe, dann arbeitet die ein bisschen, aber nicht optimal. Und ich will doch optimale Werte haben. Also bitte immer an die obere Normgrenze, also 150 bis maximal 200. Über 200 möchte ich dann auch nicht so gern haben. Mhm. Okay, Mikrogramm. Ja. Hier Q10, wir hatten ja eben die Selen- und Q10-Studie. Da würde mir ein mittlerer bis hoher Normwert ausreichen in der Prävention. Wir werden ja nachher später auch noch ein Q10-Interview haben, da sage ich noch ein bisschen mehr zum Q10. Es gibt viele Präparate auf dem Markt und beim Selen ist es mir ganz wichtig, ein Präparat mit einem Selenit zu nehmen, also ein anorganisches. Es gibt Stoffe, da hätte ich lieber das Organische. Beim Selen ist das Anorganische besser, weil das scheint eher die Enzymfunktion zu stärken, während das Organische, Selenmethionin oder Selencystein, das wird als Aminosäure ja in die Eiweiße eingebaut. Das heißt, das geht gar nicht in die Enzyme, wo ich es eigentlich haben möchte, sondern es reichert sich immer mehr im
Eiweiß an. Ja, und nochmal, ich habe ja gesagt, ich hatte vor kurzem jemanden, der hat nur 50 Mikrogramm genommen, aber ein Selenomethionin, und der hatte nach 3 Jahren hatte der Werte von knapp 300. Also richtige Überdosierung. Mhm. Darum beim Selen bitte auf das Selenit oder Selenat achten, da ist das Anorganische besser. Mhm. Okay. Mhm. Wenn man Zink und Selen beides zusammen braucht, gibt es da auch eine sehr schöne Verbindung, Zink und Selen, da ist beides zusammen drin. In einer sehr vernünftigen Dosierung. Und da bringt man die Werte dann selber auch rauf, mit 15 Milligramm Zink und 110 Mikrogramm Selen. Ja, das ist so von beiden etwa die Tagesdosis. Also 50 bis 100 Mikrogramm Selen und 15 Milligramm Zink, das wären so die optimalen Dosierungen. Mhm. Auch hier natürlich beim Zink lieber messen. Und wenn ich natürlich nur Zinkmangel habe, keinen Selenmangel, gebe ich lieber die Einzelmittel. Aber es sind einfach so viele Leute da, die beide Mangel haben. Und dann gebe ich ihm noch Vitamin D und noch Omega 3. Da bin ich quasi um jede Tablette dankbar, die ich vermeiden kann, wenn ich da 2 Dinge zusammen drin habe. Okay. Ganz wichtig, doch das muss ich jetzt unbedingt noch erwähnen. Ganz wichtig, Zink und Selen bitte immer streng nüchtern. Und nüchtern heißt eine halbe Stunde vor dem Essen. Ich habe so viele Patienten, die nehmen gute Präparate ein und ich kann nicht in der Blutuntersuchung erkennen, dass die irgendwas genommen haben. Und dann frage ich nach, wann nehmen sie das ein? Ja, zum Essen. Sage ich, das funktioniert nicht. Das kann man gleich in die Tonne kippen. Ja. Mhm. Selen und Zink, übrigens genau wie Eisen, diese 3 Spurenelemente streng, streng nüchtern nehmen. Eine halbe Stunde vorher, 3 Stunden nach dem Essen geht auch. Der Bauch muss leer sein. Oder kurz vorm zu Bett gehen, geht auch. Aber der Bauch muss leer sein, es wird nicht aufgenommen. Steht das solche Sachen in nein. dem... Nein, auch genau, nicht. Nein, steht nicht drin. Ja. Also Menschen, die mit Therapeuten, die mit Otomolekularmedizin arbeiten, die wissen das natürlich. Die meisten wissen es nicht. Auch leider viele Therapeuten, viele Ärzte wissen das nicht. Ja, man muss es wirklich streng, streng nüchtern nehmen. Das hast du gerade vorne noch Beispiel Eisen gemacht. Und ich weiß, bei Eisen, das ist eine riesen Volkskrankheit bei so vielen Damen. Auch da unbedingt nüchtern diese Präparate schlucken. Ja. Also viele nehmen es dann zum Essen, weil sie es besser vertragen. Aber die Werte steigen überhaupt nicht an. Und ich sehe das dann immer und sage, okay, eigentlich, sie nehmen hier ein gutes Präparat ein. Wir machen mal Folgendes. Wir erhöhen jetzt gar nicht die Dosis, sondern bitte achten Sie streng auf die Einnahmezeit. Und 3 Monate später haben die gute Werte. Ja. Super. Also es ist einfach meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich kenne es von guten otomolekularen Lehrbüchern, da steht es natürlich drin. Aber das wird durch meine Erfahrung wirklich gedeckt. Das ist nicht einfach eine Empfehlung, die aus der Hand geschüttelt wurde, sondern das bestätigt sich bei mir jeden Tag in der Realität. Und die meisten wissen es nicht. So ist es. Ich werde meiner Familie mal nachfragen. Da gibt es immer solche Damen, die Eisenpräparate unbedingt nehmen müssen, wie die die Einnahmeempfehlungen bisher gekriegt haben. Bin ich sehr gespannt. Haben wir noch mehr Folien? Ja, nur noch 2 kleine Folien. Gerne. Also ja, sind denn Nährstoffe nun ein Jugendbrunnen für die Bevölkerung? Das ist die große Frage. Also ich habe da mal hier dieses schöne, bekannte Bild von Lukas Granach dem Älteren aufgeführt. Also die gehen auf der linken Seite alt in den Jungbrunnen hinein, auf der anderen Seite steigen sie jung als junge Mädchen wieder raus. Ja, ja, ja. Das kann man jetzt wirklich nicht versprechen, dass die Nährstoffe ein Jungbrunnen sind. Aber wir werden nachher auch beim Omega-3-Interview sehen, dass wir Altern zumindest abbremsen können. Und wenn wir bei alten Menschen Krankheiten runterfahren können, die zum Tode führen, oder auch die Lebensqualität verbessern, weil das Herz viel besser funktioniert, dann werden die Leute zwar nicht jünger, aber sie werden später alt. Und das finde ich ja auch ganz erstrebenswert. Oder dann im hohen Alter denn auch noch relativ gesund in die Kiste zu hüpfen, ist ja auch durchaus ein erstrebenswertes Ziel. Ja, ich bin beeindruckt, ja. Und das ist dann noch die allerletzte Folie. Also bitte mal auf meine Homepage gucken, dr-schmiedel.de. Da kann man also meine Publikation mit dem Selen und dem QC nochmal nachlesen. Auf / meine Empfehlung habe ich auch noch meine Büchertitel nochmal als Link, dass man da auch nochmal ein paar Seiten Probe lesen kann, wenn man möchte. Und wer mag, kann auch gerne meinen Newsletter bestellen. Gibt so einmal im Monat hoffentlich interessante Informationen über Magnesium und Leaky Gut und Migräne und so weiter.
Okay, das noch so ein bisschen als Schleichwerbung. Nee, das ist keine Schleichwerbung. Das ist eine wichtige Informationsquelle, wo wir uns letztendlich noch schlauer machen dürfen. Herzlichen Dank dafür. Nochmals, ja. Beim Selen 140 bis 160, aber es geht auch zwischen 150 bis 200, sollte dieser Wert sein, im Vollblut gemessen, aber es geht auch durch das normale Blut. Auch das Serum? Auch im Serum. Auch da bitte anstreben, Werte knapp oberhalb des Normbereichs. Mhm. Das wären die optimalen Werte. Und das hat fast, ja, doch manche kommen an die obere Normgrenze ran, aber nicht sehr viele. Und beim Q10 reicht es im Serum zu messen? Ja, das wird nur im Serum gemessen. Wow. Und diese lebensverlängere Maßnahme Q10 und Selen sind außerordentlich beeindruckend. Wo hätten wir früher eigentlich normale Selenwerte gehabt, auch aus dem Gemüse oder aus alles, was aus dem Boden kommt? Waren diese Mängel früher auch schon da? Weil du sagst ja, unser Boden in Europa hat wenig Selen. Ja, aber wir sind ja hier geboren und wir sind ja irgendwie, müssten wir doch angepasst sein, evolutionsbedingt. Ja, das passt sich halt doch nicht so schnell an. Und man muss dazu auch sagen, vor einigen hundert Jahren haben wir auch noch sehr viel mehr Meeresfrüchte zu uns genommen. Also es gab ja auch Trockenfische vom Mittelmeer und von der Nordsee. Die einzigen Lebensmittel, die wirklich richtig selenreich sind, sind halt alle Meeresprodukte. Mhm. Fische, Krabben, Muscheln, Algen. Und von denen dürfen wir heute ja auch aus Umweltgründen nicht mehr so viel nehmen. Oder aus anderen belastenden Gründen. Das ist das Problem. Und wenn du schon das Thema Belastung ansprichst, es gibt ein Lebensmittel, was ziemlich selenreich ist, von den nicht-maritimen Mitteln. Und das höre ich immer wieder von meinen Patienten auch, dass sie sagen, ja, aber ich esse doch 3 Paranüsse am Tag. Und das stimmt, Paranüsse sind wirklich ziemlich selenreich. Mhm. Die haben dann häufig auch super gute Werte. Und denen sage ich mittlerweile, Leute, lasst bitte unbedingt die Paranuss weg. Warum das denn? Also erstmal ist es auch die Selen-Aminosäure-Verbindung drin, die sich eben sehr anreichert, aber eigentlich nicht so in die Enzyme reingeht. Aber ein zweiter Grund ist noch viel, viel wichtiger. Ich habe es immer für ein Fake gehalten. Es gab im Internet kursieren so Gerüchte, dachte ich, die sollen radioaktiv sein. Paranüsse sind radioaktiv. Und da habe ich gedacht, okay, also da will ich jetzt wirklich mal wissen, ist das Fake oder ist da was dran? Und da habe ich beim Bundesamt für Strahlenschutz in Deutschland auf der offiziellen Internetseite nachgeguckt. Und da steht tatsächlich drin, Paranüsse haben im Vergleich zu anderen Lebensmitteln teilweise den 1000-fachen radioaktiven Gehalt. Wenn ich 3 Paranüsse am Tag zu mir nehme, dann erhöhe ich meine normale radioaktive Belastung. Also wenn man im Böden, in der Luft, in Lebensmitteln, ein bisschen radioaktive Belastung haben wir immer. Das ist nicht zu vermeiden. Aber wenn ich 3 Paranüsse esse, führt das zu einer Verdopplung meiner natürlichen radioaktiven Belastung. Verdopplung. Also niemand redet darüber. Hm? Also wenn ich mal irgendwo im Müsli eine Paranuss habe, dann sterbe ich nicht gleich davon. Bitte keine Angst davor haben. Aber eben 3 Paranüsse am Tag zu nehmen, weil ich eben mit Selen gut versorgt sein will, davon würde ich heute dringend abraten. Da ist ein gutes Präparat mit 50 oder 100 Mikrogramm sicherlich viel gesünder auf Dauer. Wow. Und wieder etwas. Man hat den Warnhinweis, aber keine Quelle redet darüber. Die Medien sind überlastet mit anderen grausam wichtigen Informationen zu verstreuen, statt solche wichtigen Informationen zu verbreiten. Es ist so traurig. Danke ganz herzlich, lieber Volker. Du bist wirklich ein unglaubliches Genie und ein gut belesener Arzt, der sich mit solchen Sachen auseinandersetzt. Chapeau. Danke vielmals. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir durften Ihnen in diesem ersten Teil über lebensverlängernde oder lebensqualitätssteigernde Maßnahmen einen wunderbaren Einblick geben. Q10 Selen, ich schreibe mir das selbst gleich auf die Fahne. Bin aber gespannt darüber, wie diese weiteren Sendungen sind. Ich weiß, lebensverlängernd ist auch Omega-3, hat er mir schon gesagt. Und was hatten wir noch? Ja, unser altes bekanntes Vitamin D ist natürlich noch mit dabei. Ja, natürlich. Und Q10 haben wir, wie gesagt, dann noch ein eigenes Interview. Klar. Das heißt also wirklich Selen, Q10, Omega-3 und D3. Das wären eigentlich so die 4. Ja, Zink darf auch noch mit dabei sein. Stimmt, ist ja drin gewesen. Ja. Mhm. Also das wären die 5 großen
fünf großen, die sind alle anti-entzündlichen und auch lebensverlängernden Nährstoffe. Danke. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.